Vision. So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Und das letzte Mal haben wir den vorletzten Boss mit Samson, Tainted Samson, muss ich dazu sagen, erledigt. Weil beim normalen Samson haben wir, glaube ich, auch... Ja, aber ich will... Oh. Das ist das Ding. Die sind alle nicht mal auf hart gespielt. Oh Gott. Ich will... Nein. Also, ich habe es schon im letzten Part gesagt. Sagt mir bitte, ich sag's jetzt lieber mal ganz am Anfang, falls jemand nicht bis die 1,5 Stunden voll sind, sein Video schaut. Sagt mir mal bitte, wie stark euer Drang nach Isaac-Content noch ist. Weil wir sind halt an dem Punkt, an dem wir praktisch alles Wichtige freigeschaltet haben und es jetzt halt noch sozusagen die ganzen Sachen abzuhaken gibt. Jeden Boss mit jedem Charakter und so weiter und so fort. Das bietet aber nicht mehr viel neuen Content. Ich meine, ihr kennt das Spiel, ihr wisst, wie es ist, ne? Das bietet mal ab und zu eine neue Pille, ein neues Item und auch coole neue Items, gar keine Frage. Aber es bietet halt nicht viel neuen Content. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern jetzt jeder hier noch Interesse hat zuzuschauen. Deswegen gebt mir bitte mal irgendwie Bescheid, wie viel ich hier an Isaac noch aufnehmen soll. Weil das sind halt Sachen, da kann man sich jetzt dumm und dämlich spielen. Ich werde es auf jeden Fall nicht mit jedem Charakter durchschaffen. Das ist jetzt schon sicher. Na? Mit Charakteren wie Lost oder Keeper oder so, da ist es einfach vorbei. Also da wird nichts gehen. Da müsst ihr euch im Prinzip schon drauf einstellen. Und alles andere kann man gucken, ne? Alles andere kann man gucken. Wenn ihr da sagt, ihr wollt gerne den und den Charakter speziell sehen, können wir das überlegen. Wenn ihr sagt, ihr wollt einfach allgemein noch mehr sehen, kann man das machen. Ich habe kein Problem damit. Ich spiele gerne noch Isaac, so ist es nicht. Aber ich möchte es halt auch nur spielen, wenn es wirklich Leute gibt, die sagen, ey, ich will das auch noch sehen. Weil ansonsten gibt es viel, viel, viel anderes Zeug, was man tun kann. Na? Ich habe auch schon ewig nicht mehr, es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß, ihr guckt ab und zu mal irgendwo noch rein. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt gerade erwische. Ich habe schon ewig nicht mehr Dings aufgenommen hier. I wanna Maker. Das will ich eigentlich auch mal wieder spielen. Das hat ja, huch, das hat ja auch gar nicht zwingend mit... Oha, 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 okay, interessant. Mit Isaac zu tun, dass ich jetzt nicht I Wanna Maker spiele, weil das kann man auch zwischendurch machen oder nicht. Irgendwie habe ich nur gerade nicht so die... Ah, ich weiß nicht, es ist immer komisch, wenn ich was eine längere Zeit nicht mache, dann dauert es länger, bis ich mich wieder dazu aufraffe. Das ist ganz merkwürdig immer. Naja, aber gut, Holy Water... ich bin dumm! Ich will ja Beast, ich sollte keine Itemräume mitnehmen. Jetzt habe ich den ersten mitgenommen, habe ich gerade nicht dran gedacht, habe ich gerade vergessen. Ja, sollte ich natürlich nicht mitnehmen. Weil wir ja auf Planetarien gehen. Ja, war blöd. Sorry. War nicht so klug. War nicht so klug. Aber Holy Water ist halt auch ein geiles Item. Also, ich meine, man darf eigentlich gar nicht reinlaufen. Ne, man darf eigentlich gar nicht reinlaufen für die ganzen Geschichten. Aber ich denke die nächsten Ebenen dran, dass ich jetzt keinen Itemraum mehr öffne. Und dann hoffen wir, dass wir das noch bekommen. Also das war jetzt natürlich dumm. So, jetzt haben wir aber eine Bombe bekommen. Da können wir jetzt hier einmal schön... Lass die da, wo sie ist. Dankeschön. Oh Gott, können die... Uah! Okay, der geht jetzt außen rum und die gehen jetzt da rum. Ja gut, das ist gar nicht mal so schlimm. Da kann ich ja in Ruhe hier die Kiste öffnen. Okay, die eine Münze da einsammeln wird allerdings sehr interessant. Na! Ja, scheiß drauf. Das war blöd. Das war saublöd. Okay, hier ist ein halbes Herz, da oben ist ein ganzes Herz. Ich glaube, es lohnt sich nicht, das Opfern anzufangen, oder?
Ja. Weiß ich nicht so recht. Wenn wir noch mehr Herzen zusammenbekommen würden... Ach so, lass mich mal... Würde gehen. Da unten auch. Nee, würde nicht gehen. Dann muss er hier sein. Ja, ne, war gut. Na, das ist so. Wir können uns das blaue Herz noch holen. Das war's dann aber auch. Und zur Sicherheit nehmen wir uns auch noch das rote mit. So. Dann opfern wir jetzt aber auch nicht weiter. Das Opfern war jetzt, glaube ich, nicht so... Nicht so... Lass mich doch in Ruhe. Nicht so mega sinnvoll. Nein? Na dann halt nicht. Okay. Erstmal zwei Bomben verschwendet. Läuft. So. Jetzt dran denken, nicht in den Itemraum gehen, selbst wenn wir ihn finden. Wir gehen nicht in den Itemraum. Der Itemraum ist hier. Wir gehen nicht rein. Wir gehen direkt dran vorbei. Wir gehen auch nicht über los. Wehe, du triffst mich. Ich will schön meine Deal-Chance aufbauen. Lass mich in Ruhe. Arschvieh. Oh, das ist interessant. Da können wir gleich wieder eine Bombe setzen. Können wir nicht, weil wir sie nicht mehr haben. Aber wir haben ja ein schönes Trinket, vielleicht kriegen wir ja ein paar Bomben. Jetzt erstmal Herzen holen. Für den Fall der Fälle. Sehr schön. Gut. So, der Weg hier ist erstmal zu Ende. Ganz weit am Itemraum vorbei. Wenn wir eine Bombe haben, kehren wir da nach hinten nochmal zurück. Ah, hier geht's nicht weiter. Das ist natürlich auch sehr, sehr stabil. So, aber jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier richtig los. Und jetzt wird hier ordentlich aufgeräumt. Jawohl, jawohl. Na, warum trifft er mich jetzt? Das ist doch schon wieder Müll hier. Gib mir einen Kroll, dann halt nicht. Dann gibst du mir halt keinen Crawl Space. Das ist okay. Werde da aber nicht reingehen. Jetzt ist die Frage, haben wir noch Rotherzschal? Also können wir noch... Also weiß ich nicht. Sehr geil. Da ist meine Bombe. Wir gehen erstmal zurück. Sonst vergesse ich das. So. Dann müssen wir hier auch nie wieder hin zurückgehen. Das hat sich doch gelohnt. Kann ich das rote Herz schon einsammeln? Nein, dann soll es da vergammeln. Okay. Wäre die erste gute Möglichkeit gewesen. Aber es kann ja noch mehrere geben. Noch gehen wir nicht auf den Keks. Dankeschön. Will ich den Shop betreten mit 8 Münzen? Ja. Yep, die Stopwatch ist meine. Da gibt es gar nichts zum Überlegen. Und das blaue Herz gönnen wir uns auch mal eben. Yo! Das ist nice. Okay, sehr schön. Das ist nice, dass wir mal wieder den Kollegen bekommen haben. Da sehen wir uns. Sehr schön. Okay, aber das bedeutet, was den Geheimraum angeht, werde ich nicht weiter rumprobieren. Da sind mir die Möglichkeiten
viel zu vage. So, wir haben gute Chancen, hier ohne Rotherzschaden rauszukommen. Ja, und die Chancen sind soeben noch um ein Vielfaches gestiegen. Sehr schön. Dann haben wir hier den Satan-Deal. Na, das war nicht so geil. Was ist denn Gulp? Ist das ein neues Ding? Das kenne ich gar nicht. Ich muss das jetzt lesen. Was macht denn Gulp? Das habe ich noch nie gehört. Das hatte ich gerade zweimal und ich habe beide eingesetzt, weil ich dumm bin. Wie finde ich, weiß halt nicht, wie ich rausfinden soll, was das macht, wenn ich es nicht nachlese. Okay, Pillen, wo seid ihr? Wo sind die Repentance-Pille? Ne, ist keine Repentance-Pille. Afterbirth plus Gulp. Will consume your current trinket, destroying it and giving you its effect permanently. Oh shit! Oh shit, aber es ist tatsächlich eine neue Pille. Das ist die, die wir wegen dem Victory bekommen haben. Ich habe jetzt permanent den Effekt von dem Ding und das andere habe ich einfach verschenkt. Ja, das war dumm. Okay, werde ich mir merken. Werde ich mir merken, was es tut? Gutes Trinket. Gutes Trinket, definitiv. Würde ich wieder benutzen. Würde ich wieder benutzen. So, jetzt kaufen wir uns erstmal den Sack hier. Der ist nämlich meistens, ja, leider sein Geld jetzt in dem Fall nicht wert, aber manchmal schon. Okay. Na, aber das, ja. Das ist cool. Das ist jetzt eine neue Pille, die wir haben. Wenn ich ein Trinket habe, kriege ich damit permanent den Effekt dieses Trinkets. Das ist sehr geil. Und eigentlich sollte ich nicht hier reingehen. Wegen Rotherzschaden, der mir gleich entgegenkommen kann, wenn ich so weitermache. Jera, auch schön. Ich musste kurz nachdenken. Okay, das machen wir nicht. Yeeks! So, gleich verwandeln wir uns. Dann sollte das laufen. Hoppala. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Scheiße. Ja, nun also. Planetarium gefunden. Optimal. Direkt die erste Ebene. Nachdem wir einen Item übersprungen haben, kommt das Planetarium. Was will man denn mehr? Damit müssen wir genau eine. Und es ist Merkur. Alles klar. So, damit müssen wir genau eine. 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 Weiß nicht, was ich sagen wollte. Eine. Ich weiß es echt nicht mehr. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung mehr. Oha! Okay, aber angenehmer Raum. Wenn ich da das Holy Water in ihn reinschmeiße. Jawoll! Nein, du dummer, du blöder Mistkäfer! Mistding. Scheiße. Mann, oh nein, ich habe keine Herzen mehr. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Ich habe einfach 2 HP-Downs kassiert. Das ist jetzt gar nicht so gut.
Wir müssen dringend wieder für Herzen sorgen. Weil wir haben eigentlich schöne Geschichten in dem Run, die ich nicht hergeben möchte. So. Mann, ey. Oh, ist das kacke. Ich bin hängen geblieben an was? Ich weiß gar nicht an was. Aber weil die Tür offen ist. Weil die Tür offen ist, bin ich hängen geblieben. Ah, das ist doch dumm. Ja, die Tür ist wegen Merkur offen. Weiß schon. Ist ja auch grundsätzlich okay, dass die Tür offen ist. Ich muss nur dran denken. Also spricht er gar nichts dagegen. Ist ja eine coole Geschichte. So. Na komm, jetzt haben wir auch nichts mehr zu verlieren. Das war frech. Das war nicht gut. Okay, was macht der Devil? Es bringt mich um, aber... Na, es bringt mich nicht um, aber ich bin tot. Ich habe kein Herz mehr. Sobald der Effekt weg ist, bin ich tot. Ja, okay, ist egal. Also ist nicht egal, aber... Ja, ist halt so. Ist passiert. Okay, jetzt nicht den Itemraum am Anfang mitnehmen. Diesmal denken wir sofort dran. Nicht den Itemraum gleich mitnehmen. Ah, ist schade. Ich hätte gern meine Sachen noch ein bisschen behalten. Das ist immer ärgerlich, wenn es dann auf die Art und Weise zu Ende geht. Aber was willst du tun, ne? Was will... Oh, nee. Jetzt ist das 3 Jahre zum Verschieben und ich weiß nicht, ob da drüben der Geheimraum ist. Ich hasse es zu schieben. Kann man nicht... Oh, das ist so kacke programmiert. Soll das so sein oder sind die einfach zu... Naja, okay. Will mich mal nicht beschweren. Aber du kannst zum Beispiel die Kiste, die Steinkiste, kannst du so viel angenehmer zu schieben... Kannst du so viel angenehmer verschieben... Als dieses dämliche Fass. Wehe, da ist nicht der Geheimraum. Immerhin. Ja, cool. Der Geheimraum bringt mir im Moment gar nichts. Nice. Schon mal ein Schlüssel, ist schon mal gut. Ach, Mensch. Okay, das wäre eigentlich was, was man für Geld kaufen würde, aber wir haben nicht genug Geld. Oh, lol. Wir machen den Raum da oben noch. Oh, okay. Aber meistens spawnt er halt auch nur eine Karte und das war es dann halt auch einfach. Wie gesagt,
Meistens spawnt er halt eine Karte. Was nehmen wir jetzt mit? Nehmen wir wieder Fortune mit. Falls wir mal Geld bekommen sollten, können wir es einsetzen. So. Okay. Ist auch nur Pin. Ist jetzt nichts Schlimmes. Werden wir nicht getroffen. Dauert auch nicht allzu lange. Ist okay. Easy Boss. Vielleicht kriege ich ihn ja dazu, dass er alle Töpfe mal sprengt. Chillig. Hier bin ich. Du Volltrottel! Hier. Ja, du bist einfach. Na gut. Schönes HP ab. Das ist sehr angenehm. Das ist sehr angenehm. Gut, dann haben wir hier nichts weiter zu tun. Weiter im Programm. Schön ist natürlich jetzt. Oha. Okay, wir müssen die zwei Schlüssel opfern. Ja, nee, wir gucken uns erst um, ob in der Ebene noch das Planetarium auftaucht. Nicht, dass wir hier nachher dann keinen Schlüssel für... Mann! Ja, okay, nevermind. Aber jetzt nutzen wir kurz den Effekt, dass wir hier weitermachen können. Ah, Effekt ist vorbei. Okay, dann haben wir den Effekt ausgenutzt. Schön, sehr schön sogar. Damit gehen wir auf jeden Fall in den Shop. Das ist dann ist das schon mal ein Pflichtbesuch geworden, gerade eben. Jetzt eine Galp-Pille. Jetzt eine Galp-Pille, wär chillig. Wobei, es ist ja eigentlich ein Einmaleffekt, ne? Also... Würde eine Galp-Pille dann überhaupt das Ganze dauerhaft machen oder ist es halt genau der gleiche Effekt von der Pille, von dem Trinket? Und es ist dann, gilt dann einmal und danach ist der Effekt auch wieder genauso weg. Keine Ahnung. Oh shit! Ah nein! War zu langsam, um da was hinzupacken. Ach, scheiße, jetzt bin ich gleich wieder getroffen. Soll ich die zwei? Ja, komm, wir opfern zwei Bomben. Für die zwei Kisten. Wird schon was Gutes bei rumkommen. Ja, hat sich schon gelohnt. Ja, hat sich schon gelohnt. Wenn ich bisher nicht davon überzeugt gewesen wäre, in den Shop zu gehen, spätestens jetzt wäre ich es gewesen. Aber wir müssen ihn erstmal finden. Oh, und da sehe ich was anderes. Das hole ich mir als erstes, bevor wir hier nochmal Rotherzschaden kriegen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wollen wir dann vielleicht doch erst den Boss machen? Nein, wir gehen erst in den Shop. Den werden wir schon gleich finden. Der kann jetzt nicht so viele Jahre weg sein. Und die zwei Herzen werde ich bis dahin hoffentlich nicht gleich wieder verlieren. Der kann eigentlich nur dahinter dem engen Gang sein. Der kann eigentlich dann nur hinter dem engen Gang sein. Jawohl. Okay, das ist jetzt auch kein schwieriger Raum. Da werden wir jetzt auch nicht getroffen oder so. Ich weiß es nicht. Ich
fass es nicht, dass mich der getroffen hat, ey. Mann, geh mir nicht auf die Nerven, okay? Ach, komm schon. Komm zu Papa. Ich bin so dumm, ich hab doch die Flamme. Völlig lost wieder. Völlig lost wieder. Mein Gott, ey. Hätte ich mit... Völlig lost. Also da fällt mir nichts mehr zu ein. So, war da drüben auch so ein Viech? Nein. Also, das war wieder... Jetzt hätte ich einen Geheimraum noch öffnen können, weil ich... Doch. Da könnte ich schon wieder zur Sau werden. Ja, ich hätte mir die Bomben holen können, die Münzen holen können, Mann. Oh, ist das dumm. Einfach die Bombe verschenkt. Vor Freude einfach das Viech in die Luft gesprengt, ey. So, aber sehr schön. Dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall, ey, auf mich zu treffen. Wenn du mich jetzt wegmachst, du Vieh. Okay, gut. Nehmen wir den Satan-Deal und damit beim nächsten Mal dann auch ziemlich... Oh mein Gott, jetzt wird's unangenehm. Jetzt wird's unangenehm. Okay, Tour of Spades. Das würde ich jetzt einsetzen. Oh mein Gott. Tour of Spades würde ich jetzt einsetzen, weil wir haben jetzt 7 Schlüssel. Mehr werden es nicht. Das ist schon mal Nummer 1. Tour of Spades. Dann würde ich eine Temperance hier jetzt mal hinsetzen. Weil wir haben ein paar Herzen auf der Ebene rumliegen. Ja, okay. Okay. Dann machen wir das doch mit der nächsten auch noch. Habe ich kein Problem mit. What the hell, Mann? What the hell? So, jetzt sollte es mit den Herzen hinkommen, ne? Und dann können wir ein paar Sachen hier noch liegen lassen für später, weil wir kommen ja wieder zurück. Na, ihr erinnert euch, wir wollen zu Beast. Das heißt, wir kehren dem Ganzen hier auch wieder. Also, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. So. Oh, dann ist da sogar noch ein Herz über. Scheiße. Habe ich. Och, eineinhalb sogar noch. Ja, gut, das müssen wir noch ausnutzen. Das werden wir noch ausnutzen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Natürlich nutzen wir das noch aus. Oh, dieser Raum, ne? So. Also, eins. Alter! Ja, jetzt brauche ich das Herz auch nicht mehr holen. Nice. So, das Wheel of Fortune würde ich tatsächlich hier liegen lassen. Vielleicht haben wir nachher so viel Kohle, dass es uns was bringt. Würde ich tatsächlich genauso machen. Dass wir dann hier nochmal vielleicht aufladen können. Vielleicht ist es ja notwendig. Yo, da ist es direkt. Chillig. Terra! Oh mein Gott, ja. Terra ist so gut. Terra ist so gut, damit geht so viel. Voll daneben. Okay. Alter, Terra ist so stark. Ich liebe Terra. Dann gehen die ganzen Dinger hier kaputt. Und das ist ja, das, was ich so abgöttisch liebe, wenn ich dieses ganze Zeug kaputt machen kann. Yo. Und damit kann man auch den Geheimraum immer finden. Also immer. Das ist so stark.
Nein, da. Wobei, wir können reingucken. Vielleicht ist ja was Cooles. Na, vorsichtig, vorsichtig. Nicht jetzt treffen lassen. Nicht jetzt nochmal treffen lassen. Jetzt wäre es sinnvoll, erstmal blaue Herzen wieder zu finden. Oh, auch nice. Die drei, ich glaube, die drei will ich nicht. Ich glaube, die drei will ich nicht. Rerolls all pickups on the entire floor. Ach so, doch, die drei kann ich nutzen. Und die drei kann ich zwar dann nutzen, wenn wir hier alles Mögliche noch liegen haben. Jetzt im Moment noch nicht, jetzt ist es zu bald. Aber wenn wir hier alles Mögliche liegen haben, dann kann die drei gerne ordentlich eine Runde rerollen. So, sehr schön. Jetzt haben wir eh kein blaues Herz mehr vorne dran. Dann kann ich auch einmal kurz den Curse-Raum, Dingsraum hier besuchen. Wäre ja ganz chillig, wenn wir hier blaue Herzen zurückbekommen würden. Two of Clubs, cool. The Sun. Okay, dann setze ich Two of Clubs jetzt ein, weil... Ich nehme das Sun auf jeden Fall mit. Es ist riskant, weil halt wahrscheinlich... Oh mein Gott, ja. Es hat sich schon gelohnt. Was zum... Oh mein Gott! Dieser Raum... Das ist... Oh mein Gott, der hat... Das... Okay, noch habe ich meine Engelchance. Noch habe ich meine Engelchance, aber jetzt darf ich schon wieder nicht getroffen werden. Ich glaube, hier kann nichts sein, ne? Nee, nee, nee. Oh, das ist so frech gewesen. Das ist so frech gewesen. Oh mein Gott. Okay. Don't let yourself treffen. Oder so. Itemraum, jetzt dürfen wir ihn nutzen. Jetzt dürfen wir ihn nutzen. Und Shop dürfen wir jetzt auch nutzen. Jetzt dürfen wir alles wieder nutzen. Number 2 ist alles. Ist oh, nice! Number 2 ist voll okay. Habe ich gar kein Problem mit, muss ich nur ein bisschen aufpassen. Okay, dann nicht. Blue Map, auch geil. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Guter, guter Shop. Sehr guter Shop. Okay. Dann machen wir erst den Boss. Nein, hör auf mich zu treffen. So, dann machen wir erst den Boss. Und dann... Achso, ich spreng da hoch, dabei habe ich da unten den Raum. Okay, weil dann habe ich den Engelraum-Chance, Engel-Chance noch. Scheiße. Gott, er hat einen Abflug gemacht. Prima. Okay. Wir haben alles getan. Die Chance wird halt zum nächsten Mal größer. Oh, geil. Noch ein Blue Up. Sehr schön. So, dann jetzt hier noch kaputt machen. Und dann werden wir gleich noch den Floor rerollen. Die Items, die rumliegen. Kann ja nur besser werden. Weil was wir jetzt nicht einsammeln können, kann man dann einsammeln vielleicht. Oh mein Gott, es wird immer besser. Aua. Ich muss nur aufpassen, dass mich die Dinger da nicht treffen. Und dass die Bomben nicht irgendwann einfach neben mir landen. Genau die. So, aber wenn ich schon eine setze, dann bitte jetzt. Danke.
Sehr geil. Okay, die Sachen, die jetzt hier rumliegen, das wird jetzt gleich alles rerollt. Das wird jetzt gleich alles rerollt. Den Kollegen setzen wir jetzt hier hin, dass wir uns nachher dann einen halben roten Schlüssel holen können. Und ansonsten, ja, nice. Die roten Herzen kann ich eh nicht einsammeln. Na, damit passt alles. Wait, wir waren in dem anderen Doch, waren wir... Hä, bin ich dumm? Nee, da war ich nicht drin. Ich war in dem anderen Geheimraum noch gar nicht drin. Hier ist der. Oha. Mach Bombe. Wow, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Nice. Das sammle ich natürlich auch gleich ein. Okay, cool. Cool, cool, cool. Gut, dann gucken wir mal, was aus den ganzen Sachen jetzt wird, die hier rumliegen noch. Will ich vorher noch was kaufen? Nee, das passt alles so. Alles gut, alles easy. Rein in die Masse. Vielleicht kriegen wir hier noch was. Ah, ich kann vorher noch hier die Kiste öffnen. So. Also, hier ist eine Münze draus geworden. Ach so. Jetzt habe ich beim Boss ein Trinket hingelegt. Ja. Da ist jetzt eine stabile Bombe draus geworden. Okay, hier ist eine Kiste draus geworden. Mit einer Pille. Shotspeed down, damit kann ich leben. Es gibt Schlimmeres. Ich bin gerade echt froh, dass wir den One nochmal neu starten mussten. Weil der gefällt mir aktuell deutlich besser. Das verändert sogar die. Okay. Ja, moin. Das ist ja nicht mal das. Das ist, verändert ja nicht nur das Pickup. Habe ich das falsch gelesen? Rerolls all Pickups steht hier. Und nicht Pedestal Items. Aber es soll mir recht sein. Zählt es hier dann als Pickup, weil es im Shop ist oder was? Ist ja interessant. Okay, hier liegt eine Bombe jetzt rum. Und hier oben war sonst nichts weiter, ne? Ach, da gibt es jetzt was Neues auch. Okay, das wollen wir aber nicht. Und hier war nichts weiter. Okay, cool. Abflug. Ich bin sehr zufrieden bisher. Hier kann ich noch rein. Ach, da liegt jetzt eine Münze. So. Ich bin sehr zufrieden bisher, wie das hier aussieht. Das ist sehr interessant gelaufen. Vor allem, wir haben halt echt geile Items. Also da kann man nichts sagen. Da kann man absolut nichts sagen. Wir haben echt geile Items. Okay. Muss ein bisschen drauf aufpassen, dass mir das Uno nicht um die Ohren fliegt. Aber ansonsten ist alles cool. Vor allem, weil er halt einfach die Bosse wegräumt. Die Bosse ist ja schon, die Räume leer räumt wie sonst was. Dann kommt noch das Feuer dazu. Also wir sind ziemlich gut unterwegs, würde ich sagen. Heißt zwar für Dogma noch gar nichts. Ne? Dogma ist immer noch Dogma. Ich glaube, wir sind schnell genug auch ohne den Tow. Dann nehme ich lieber das Luck ab mit. Muss ich tatsächlich gestehen. Ah, super. Ach, schieß es halt nicht weg. So. Geht doch. Schön die Engelchance erhöhen. Diesmal sollten wir die Engel auch bekommen.
den Engel, das Engel, wie auch immer. Das sollte diesmal drin sein. Wenn ich jetzt nicht komplette Scheiße baue. Hey, das war jetzt so eine Bombe, ne? Ja, wie gesagt, da muss ich ein bisschen drauf aufpassen. Aber ansonsten... Ah, scheiße. Aber ansonsten ist alles cool. Ja, jetzt haben wir die H-Down-Pille auch gefunden. Oh, moin. Geile Geschichte. Und das ist auch cool. Das können wir uns auch gleich mal mitnehmen. Aber das hier wäre natürlich auch interessant. Aber will ich die ganze Ebene in die Luft jagen? Würde es ja lieber später in die Luft jagen, eine Ebene. Aber dann müsste ich die Kerze hergeben. Und die Kerze hilft mir halt schon im Kampf ein bisschen. Ah, fuck. Muss da echt aufpassen. Oh mein Gott, die ganzen Kerze. Oh Gott, Hilfe. Nein, 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 nein. Weg damit. Okay, das ist gut. Es klingt zwar schlecht, aber es ist gut. Wow. Halt weg. Alter. Judgment. Gönn dir. Okay. Du willst mehr? Kein Problem. Du wirst mehr bekommen. Wird auf der Ebene sicherlich noch mehr Geld bekommen. Suicide King kann ich ja nur nutzen, wenn ich irgendwas habe, was mich wiederbelebt. Ist also aktuell für mich völlig unerheblich. Oh mein Gott! In so einer engen, in so einem engen Raum mit dem Ding konfrontiert werden, ist natürlich auch nicht so geil. Ja, okay. Sehr schön. Ich weiß, ihr mögt die Kerze immer nicht so. Immer wenn ich die mitnehme, sagt ihr so, das muss eigentlich, ich muss die eigentlich nicht mitnehmen. Aber irgendwie bin ich so ein Kerzenfan, ich weiß auch nicht. So. Ich denke, wir gehen jetzt zum Boss. Ich habe ein bisschen Bedenken wegen dem blauen Herz, dass es noch weniger blaue Herzen werden. Deswegen schauen wir mal. Scheiße. Don't hit me again. Please. Ich muss jetzt böse aufpassen. Machen wir lieber mit dem Feuer. Nice, komm, Engelraum. Das ist nicht fair. Na gut. Aber ich hab keinen, zumindest keinen, also von der Wahrscheinlichkeit her habe ich nichts versaut. Es kam halt einfach kein Engelraum. Damit muss ich leben. So, aber jetzt können wir uns problemlos hier mit Rotherzschaden noch rumschlagen. Sollte was passieren, ist es nicht weiter schlimm. Wir haben genug rote Herzen, die rumliegen. Jetzt geht es einfach nur darum, noch mitzunehmen auf der Ebene, was man mitnehmen kann. Ja, da komme ich nicht ran. Cool. Schön.
Charmed Pute ab hier? Ach so! Wegen meinem Poke Go. Stimmt, den Poke. Ah, da kamen die. Oh, jetzt sind sie alle kaputt. Etzala sind sie alle kaputt. So, das blaue Herz holen wir uns zum Schluss. Sonst verliere ich sie ja gleich wieder. Was dumm wäre. Oh, jetzt ein Teleport in den Engelraum. Schade. Hätte ich gefeiert. Und ihr auch, ich weiß. Oh, das ist auch cool. Cooler Raum. Ach, wir hatten den Itemraum noch gar nicht. Habe ich gar nicht realisiert. Ja, moin. Müssen wir noch den Itemraum holen hier. Wir hatten den Itemraum noch. Aua. Na, das ist jetzt nicht so das geilste Trinket, weil das ist im Prinzip nur dann effektiv, wenn... Ja, es ist gar nicht effektiv. Okay, das bringt bei der Kerze bringt das gar nichts. Was haben wir hier? Oh mein Goodness! Es wird ja immer besser, dieser One. Wie kann man nur so viel... Aber die ganzen letzten Ones habe ich richtig viel Itemglück. Das wird auch wieder aufhören. Und da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Die kannst du gleich mal liegen lassen. Okay. Das war dann alles. Doch, es gibt noch einen Raum. Es gibt noch einen Raum. Den gucken wir uns noch an, bevor wir uns das blaue Herz schnappen und abhauen. Ach. Nur Kacke hier wieder am Finden. Ich kann mir aber auch nicht merken, welche Farbe was ist, ne? Das ist furchtbar. Ah, da war ich zu schnell. Aber es ist halt egal gerade. Es ist halt gerade egal, weil ich habe überall Herzen, die ich einsammeln kann. Deswegen ist es egal. Deswegen bin ich auch gerade so komplett unvorsichtig. Einfach weil es egal ist und weil ich gerade nur noch Boni mitnehme. Deswegen wollte ich auch als erstes zum... Ah, da komme ich nicht rein. Okay, da komme ich nicht ran. Da kann ich machen, was ich will. Ja gut, dann haben wir's. Dann hier blaues Herz. Mein einziger Schutz vor Rotherzschaden in der nächsten Ebene. Ist jetzt nicht viel, aber ist besser als nichts. Okay, und dann, wo ist meine Sun? Leute, wo habe ich meine Sun hingelegt? Wo habe ich meine Sun hingelegt? Da liegt meine Sun. Ich dachte schon. Dachte schon, ich hätte wieder irgendwas liegen lassen und es komplett verdreht oder versehentlich eingesetzt oder sonst wie. Das wäre typisch für mich. So, Abflug. Schöne Sache. Das geht doch gut los. Ach so, ich Dummkopf. Keine Bomben setzen. Wir haben ja was dafür. Oh, aber ganz kleiner Raum hier. Nice. Okay. Ein paar Räume werden wir schon ohne unsere Kerze auskommen. Achso, den Typen hier kann ich sprengen. Das vergesse ich immer, dass das geht. Aber nicht so schlimm.
Ist okay. Shit. Ah, der nächste Treffer wäre schon das weiße Herz. Ah. Das ist nicht, was ich wollte. Ich wollte das Ding aufladen. Nicht... Nicht gleich wieder verlieren. Oh, die werde ich jetzt gar nicht mehr los, die Bombe, ne? Die Judgment setze ich mal woanders ein. Judgment. Ich kämpfe halt eigentlich eh kaum mit der blauen Flamme und ich habe mittlerweile recht viel, was ich stattdessen einsetzen kann, ne? Ich glaube, die blaue Flamme sollte ich einfach wirklich liegen lassen und das Ding mitnehmen. Oder wie seht ihr? Oh mein Gott! Ich hab noch die... Oh mein Gott, ich hab noch die Chance. Oh mein Gott, ja! Ich hab noch die Chance. Ich hab's noch nicht verspielt. Ich hab's noch nicht verspielt. Aber was ich meine, ich kann jetzt halt alles auch so... Alles, was ich mit der blauen Flamme machen kann, außer halt Gegner angreifen. Das mache ich eh kaum gerade mit der blauen Flamme. Oh, das war richtig knapp. Ich bin voll in die Stacheln reingerannt. Zweimal The Sun. Interesting. Ne, aber alles, was ich mit der blauen Flamme gemacht hätte, mache ich jetzt halt so. Und damit brauche ich die halt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, echt nicht mehr. Ich feiere die ja sonst echt total. Aber in dem Fall brauche ich sie, glaube ich, echt nicht mehr. Ich trottel. Sehr schön. Einmal den Fluch von der Ebene genommen und ein blaues Herz dazu geholt. Ah, da komme ich eh nicht ran. Okay, das können wir uns beides holen. Easy going. Wir haben ja zum Glück genug Schlüssel und wir kriegen sie sowieso zurück. Alter, diese Bettler, na? Voll gut. Gib mir noch ein HP ab oder so, was Brauchbares. Danke. Fühl ich, feier ich. So, haben wir Bild? Ich bin da so... ängstlich geworden. Ich hatte so oft Fails in der Richtung. Ihr habt es ja selber mitbekommen. Muss ich euch nicht erzählen, wie das war. Ah, shit. Ah, shit. Nein! AP ab, it in. Nice. So, jetzt können wir in Ruhe alles andere noch mitnehmen.
Wir sind ja in Devs 1, ne? Also halt, Dings. Ist das schon. Damage up. Wir haben eine 100% Engelchance übrigens, wenn wir jetzt hier ohne Rotherzschaden reinkommen in die Geschichte. Ich bin jetzt... Jetzt habe ich ein bisschen Dings. Jetzt habe ich ein bisschen Dings. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die beste Idee, ne? Das lassen wir. Aus gutem Grund. Wenn ich noch irgendein Item finden sollte, was mich unverwundbar gegenüber Bomben macht, kann ich das ja später noch holen. Aber ich droppe Bomben random. Und das ist eine ordentliche Explosionsreichweite. Da will ich ungerne drin landen. Ne? Da will ich ungerne drin landen. So, jetzt kann ich mir auch meine Flamme wiederholen für den Bosskampf. Jetzt stellt euch vor, jedes Mal, wenn ich das Ding droppe, muss ich so krass ausweichen, weil es einfach überall hin explodieren könnte. Ich glaube, das würde schief gehen am Ende. Weiß es nicht. Ich bin mir... Ich bin mir echt unsicher. An sich ist es geil. Gar keine Frage. Wartet mal, wenn ich in dem Bett schlafe und habe kein rotes Herz, kriege ich da nicht drei blaue dazu? Weil jetzt kann ich nicht drin schlafen, ne? Oder war das irgendwie anders? Irgendwann hat man in dem Bett mal drei blaue Herzen bekommen, aber ich weiß nicht wie. Ja, hier komme ich leider nicht rein. Das habe ich noch nie verstanden. Da habt ihr aber auch gesagt, irgendwie mit so einem Sprung-Item wie diesem Mario-Buch oder so kommt man da rein. Keine Ahnung. Ich hab's jedenfalls nicht. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir mit der Kerze den Boss erledigen. Du bleibst, wo du bist. Bitteschön. Dankeschön. Und dann können wir uns danach ja hier noch ganz in Ruhe umgucken. Aber ich möchte gerne die 100% Engelchance nicht gefährden. Und ich hoffe, ich gefährde sie jetzt auch nicht. Und krieg das hin. Okay, drückt mir die Daumen, dass das gut geht. Ich habe Angst. Oh je. Das ist jetzt nicht gerade der Boss, den ich hier am liebsten vorgestellt hätte. Ja, genau wegen der Kacke. Mach dich weg. Nice. Da ist mein Engelraum. Perfektiko. Aber hätte auch schief gehen können. Sind wir ganz ehrlich, hätte auch schief gehen können. Jawoll. Noch ein Damage-Up in die Tasche. So mag ich das. Will ich den Engel mitnehmen? Kriegen wir nochmal die Chance auf einen Engel? Wir kriegen theoretisch noch einmal die Chance auf einen Engelraum. Dann ist sie ein bisschen höher. Wir haben nichts zu verlieren. Der Kampf dürfte jetzt nicht so schwierig werden. Muss nur ein bisschen aufpassen. Mann! Naja, ist okay. Ist okay, so. Jetzt ist die Frage, doch, wir machen schon die Räume noch. Wir machen die Räume schon noch. Ich habe zwar dieses Risiko, mein schwarzes Herz zu verlieren, aber wir machen die Räume schon noch. Oh nö, jetzt muss ich die auch noch besiegen. Ach, das ist doch dumm. Oh, 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 ich hab was vergessen. Ich hab was vergessen. Ich hab was vergessen. Ich bin doof. Ich bin doof, ich hab was vergessen. Ich krieg ja theoretisch hier... Wobei, kann ich jetzt? Nein. Muss es mal probieren, wenn das Schwarzherz auch noch weg ist. Dann muss ich es mal probieren, ob das tut, was ich hoffe. Ich wollte mit dem ja noch eine Runde rumlaufen.
Aber ich glaube, zum Kämpfen würde ich trotzdem die schwarze Kerze, blaue Kerze dann wieder, weiß ich nicht. Wie seht ihr das? So. Dann haben wir jetzt nämlich eine Aufladung. War im Shop nicht sogar eine Battery? Genau, richtig gesehen. Perfekt! Goat! Dann würde ich jetzt aber zwei Plätze noch lassen für blaue und schwarze Herzen. Sonst habe ich ja... Wobei, es geht eigentlich nur noch einmal um Rotherzschaden. Es geht eigentlich nur noch einmal um Rotherzschaden. Danach juckt's. Aber wir lassen die Plätze trotzdem mal. Ich hatte schon mal das Problem, dass ich dann ganz viele blaue Herzen nicht einsammeln konnte, weil ich die roten Herzen voll hatte, aber es sind halt keine roten Herzen gedroppt. Und das ist ein Scheißproblem, wenn man das hat. Andererseits... Oh mein Gott. Ganz vorsichtig. Andererseits habe ich ja... The Sun. Und kann... eigentlich gar nicht in die Bedrängnis kommen, so viele rote Herzen zu verlieren. Zumindest noch nicht. Also einmal kann ich mich ja komplett voll heilen. So. Wir haben noch einen Raum. Aber ich nehme halt alles mit, was mir den Sieg sicher macht. Ne? Und... Oh, yes! Oh, ich liebe das, wenn da Items rauskommen. Das ist so ein befriedigendes Gefühl. Ich wollte wieder Englisch werden und sagen satisfying Gefühl, aber hab's mal gelassen. So, lass uns mal noch ein bisschen Geld holen. Ach, wobei so viele Herzen... Soll ich jetzt wieder... Oh, ich... Will ich da jetzt nochmal bis hochlaufen? Ja, komm, jetzt sind wir schon da. Scheiß drauf. Wait, ich kann das Ding ja komplett aus... Ich kann das Ding ja komplett ausräumen. Ich habe ja ein Bett. Ich habe ja zweimal The Sun in der Ebene. Ich wäre ja dumm, wenn ich das nicht mache. Ich wäre ja richtig dumm, wenn ich das nicht mache. Holy shit. Dann kann ich jetzt auch wieder den hier machen. Ja, lol. Jetzt hat es da drin eine 5er-Münze gespawnt. Jetzt gehe ich aber nicht nochmal rein. Ja, na, hier ist nämlich die zweite, The Sun. Aber ich gehe jetzt einfach im Bett schlafen, weil... ist chilliger. Dann kann ich... Ah! Ja! Ich gehe im Bett schlafen. Ich gehe im Bett schlafen... Dann kann ich eine The Sun in den Bossraum legen und die andere mitnehmen. Dann haben wir doppelte Möglichkeit, uns zu heilen. Ich brauche zwar 3 Jahre, bis ich diesen Run durch habe, aber ich gehe auf 100%ig Nummer sicher und verkack's am Ende dann trotzdem bei Dogma, weißt du? So wird's laufen. Ach, jetzt liegt immer noch kein Trinket bei im Boss. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Wobei, kann ich eh nicht, wenn ich das Sun. Wieso will ich überhaupt einen Schlüssel? Wieso will ich überhaupt einen Teil von einem Schlüssel? Ich brauche ja gar nicht... Ich will ja den Tainted-Charakter gar nicht mehr freischalten. Ich spiele mit ihm ja. Bin ich denn dumm? Ja, dann kann ich ja sowieso alles mitnehmen. Das war... Stimmt, das war ja... Das war ja das Hauptproblem
mit den Schlüsselteilen, dass die ja in einem Kartenslot landen. Und Pillenslot. Und man dann nicht sowas wie Perks zu Dogma mitnehmen kann. Okay, gut. Weiter im Programm. Mann, Mann, Mann. So, jetzt kommt's drauf an. Jetzt müssen wir uns erst The Fool holen. Die müssen wir auf jeden Fall finden. What the heck ist passiert? Ach, meine Bombe. Ja. Meine Bombe ist passiert. Ja, ich bin doof. Ah, da ist mein Schutz auch schon wieder weg. Oh, lol. Mein Schutz kommt gleich wieder zurück. Aber jetzt stellt euch einfach vor, genau diese Kacke passiert. Ständig. Ich werde ständig von der Bombe getroffen. Und das wäre passiert, wenn ich den Dings genommen hätte. Die Bomberman-Bombe. Ich glaube, das wäre nicht gut gegangen. Ich weiß nicht. Ich stelle mir das nicht so geil vor. Ich stelle mir das ehrlich gesagt nicht so geil vor. So, jetzt nutzen wir aber gleich mal die Arcade, um blaue Herzen hoffentlich aufzufüllen. Ich habe Bloodbag mitgenommen. Ups. Ich habe Bloodbag mit. Ups, ich habe jetzt weder meine Kerze noch die Eternal. Ups, ich habe ja, das ist nicht ganz die Karte, die ich das ist nicht ganz das Space-Item, das ich mitnehmen wollte. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Das ja, das ist nicht so optimal. Ach, scheiße. Ah, das ärgert mich jetzt schon so ein bisschen, ne? Ich meine, es ist kein Megadrama, aber... Ah, es ist halt wieder so ein typischer Conan-Fail. Es ist wieder genau so ein typischer Conan-Fail, wie ich sie hasse. Bin gleich tot. Also, tot nicht, aber ich werde gleich getroffen. Und dann ist meine Deal-Chance weg. Ich sehe das schon kommen. Ich spüre den Treffer jetzt schon. Oh, das war knapp. Komm, gib mir hier Dings. Balls of Steel. Oh, das ist auch ganz cool, aber nicht, was ich jetzt brauche. Nein! Das war aber jetzt auch ein fieser Raum. Ach, schade. Wir hatten schon eigentlich noch eine relativ hohe Chance, ne? Also, finde ich. Aber gut. Dann halt nicht. Na, dann halt nicht. Ja. Ach, das ist ärgerlich. Ich hätte halt gerne noch einen Engelraum mitgenommen. Ich meine, ich habe noch die Chance. Ich darf jetzt halt bei Mom keinen Rotherzschaden nehmen. Dann hätte ich noch eine etwas höhere Chance. Aber die ist schon ziemlich niedrig. Ah, da ist mein Tiersab wieder. Finde ich gut. Nehme ich immer gerne mit. Freue ich mich drüber. Wir müssen auf jeden Fall die Default-Karte finden. Ja, jetzt kann ich auch hier durch. Jetzt ist auch egal. Jetzt ist auch egal. Bisher keine Default-Karte zu... Oh Mann, jetzt kriege ich die Dinger zurück.
Jetzt habe ich meinen Rotherzschutz. Ach, das ist doch kacke. Das ist frech. Na gut. Habe ich den Rotherzschutz halt noch für Mom vielleicht, mit Glück. Mit ein bisschen Glück habe ich den Rotherzschutz dann noch für Mom. Aber 7,2% ist halt weniger als ein Zehntel. Obviously. Da ist die Tower, die braucht man nicht. Da ist die Karte, die ich brauche. Wir nehmen es lieber mal gleich, bevor noch irgendwas schief geht. Ich werde sie schon nicht versehentlich einsetzen. Das Candy hat es auch cool. Geht es auf Blau? Nein, auf Blauherzen geht es nicht. Ich nämlich schön Stat-Ups, wenn ich wenn ich Sachen einsammle. So. Da ist noch ein Shop, den können wir auch gleich noch betreten und besuchen und uns freuen. Da ist noch eine Karte rausgekommen. Noch eine The Sun. Willst du mich foppen? Wie viele The Suns soll ich denn noch bekommen? Spiel so, ja. Okay, pass auf. Diese The Sun legen wir hier in den Itemraum. Das ist ja nicht die The Sun, die hier liegt, ne? Genau. Muss ich mir dann wiederholen, wenn wir fertig sind. Oh Gott, ja! Das Funny Pack ist wieder großartig, wenn ich wenn ich Schaden nehmen sollte. Dann habe ich die Chance auf Dings. Alter, was ist denn hier los, Leute? Wahnsinn. Okay, die Pille brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Könnte ich jetzt richtig Geld wieder, aber wir haben so viel Geld mittlerweile, dass ich eigentlich gar nicht motiviert bin. Ach, scheiße. Das war schon wieder kacke jetzt. Jetzt habe ich, werde ich gleich wieder Rotherzschaden bei Mom kassieren. Aber ist mir jetzt auch egal. Scheiß drauf. Ab, rein da. Rein da, ich will fertig werden. Mist. Na gut, wir haben die Chance fast genutzt. Aber es hat halt nichts gebracht. Okay, dann kann ich jetzt ja aber sogar dieses Herz hier noch nutzen. Indem ich mir hier einfach abziehe und dieses Herz hier einsammle und noch ein Speed-Up mitnehme dabei. Gut, so, dann hier irgendein Bild nehmen. The Fool. Tür öffnen. Und wir holen uns die Sun zurück, die ich irgendwo Hilfe. Da war sie nicht. Wo habe ich die Sun hingelegt? Hingelegt habe. Okay. Oh, stimmt. Wir haben ja sogar noch mal einen Shop. Wir können ja das Geld sogar noch nutzen. Habe ich ja komplett vergessen. Wait, dann können wir aber jetzt hier auch. Wegen dem Candy Heart. Ne? Können wir uns ja hier die Stat-Ups mitnehmen. Wäre ich ja wieder dumm gewesen, wenn ich das jetzt nicht genutzt hätte. Gut, dass ich daran gedacht habe. So. Okay, haben wir noch irgendwo Herzen rumfliegen?
Jetzt erzählt mir nicht, ich soll das auch noch wegen des Sun machen. Machen wir jetzt nicht, ne? Also, dass ich jetzt hier... Ah! Wollte keine Bombe setzen, aber ich habe eh genug. Ist nur ein bisschen gefährlich gewesen, die Bombe zu setzen, aber sonst ist nichts passiert. Okay. Ich denke, jetzt haben wir alles gesehen, ne? Ja, wir haben alles gesehen. Dann Abflug. Ab durch die Mitte. Heieieiei. Okay. Nee, wir fangen jetzt nicht mit den Dingern da auch noch an. Das ist jetzt Quatsch. Mit dem lila Feuer fangen wir jetzt nicht an zu spielen. Das geht schief. So, Gehenna Nummer 2. Relativ in der Nähe beide Itemräume vom Anfang her ausgehend. Wir kriegen die ganze Zeit Sun oder Death. Was ist das denn? Lol. Jetzt wäre ich aber eigentlich gar nicht so begeistert mit noch einem HP ab, weil ich dann halt echt keinen Platz mehr habe. Für die Soul-Dinger. Jetzt stehe ich gut. Jetzt komme ich nicht an die Stacheln. Oh, doch, so komme ich wieder an die Stacheln ran. So komme ich nicht an die Stacheln ran. Das ist ne... Okay, ja, das nehmen wir mit. Ah, nee, das nehmen wir nicht mit. Das ist was anderes. Dachte, das ist was anderes. So, da ist der Itemraum. Den öffnen wir allerdings nur kurz. Ja, weil das TNT-Ding will ich eigentlich gar nicht unbedingt mitnehmen. Und wir gucken mal, was das andere Item ist. Wenn wir gleich die Dead's Note eingesammelt haben. Okay, wie komme ich daran? Mit Bomben im Prinzip nur, ne? Na, ist die, kann ich die noch nicht holen? Ah, doch, doch, doch. Gott, bin ich erschrocken. Ich dachte, ich komme easy ran, aber da habe ich mich getäuscht. So, da ist dann auch gleich der Shop. Shish! Aber jetzt ist Rotherzschaden eh egal, also brauche ich mich auch nicht ärgern, wenn ich jetzt getroffen werden sollte. Na, das hat sich jetzt erledigt. Also ab jetzt ist eigentlich egal, ob wir getroffen werden. Bis halt auf, dass man nicht sterben sollte. Na, so sollten wir nicht getroffen werden, dass wir draufgehen. Das ist sehr chillig. Und das ist natürlich auch... Ach so, nee, das ist genau das Gegenteil. Das kann ich gar nicht einsetzen. Siehst du? Aber will ich das mitnehmen, falls wir Souls noch bekommen soll? Aber dann... nee. Nee, wir sind ja voll. Also das wäre ja genau das Gegenstück. Nee, das brauche ich nicht. Ich überlege gerade, ob ich mal wieder ein paar Münzen einzahlen sollte. Eigentlich ja. Selbst wenn wir Bettler noch bekommen, die geben mir vielleicht ein HP ab. Ich zahle mal wieder ein paar Münzen ein, dass wir das mal wieder ein bisschen auffüllen. Gut, da ist es eh schon kaputt, siehst du? Manchmal kann man nämlich auch gar nicht weiter einzahlen dann. Das heißt manchmal sehr... Oh Gott! Okay. Dafür wäre jetzt natürlich ein Schutz nochmal sinnvoll, aber... Wir ebnen uns erst den Weg zum Boss. Und dann holen wir uns dieses Herz auch nochmal. Ja, der Storky nützt mir jetzt gar nichts mehr. Aber schön, dass es ihn gibt.
So. Ja. Oder muss ich aufpassen, wenn ich den kaputt mache? Kommt das Ding nämlich runter, wenn ich da nicht aufpasse? Gut. Okay, hier geht's nicht weiter. Oha. Das hat ja ordentlich gezwiebelt. Gut, dann hier lang. An das komme ich nicht ran, ne? Ne, an das komme ich nicht ran. Ach lol, da ist der Schalter. Das vergesse ich immer, dass da so ein Schalter die okay an ist. Das nützt mir aber auch überhaupt nichts mehr. Oh, ich hasse diese Dinger. Die sind so stressig und ich vergesse immer wieder, dass sie existieren. Ich meine, war in dem Fall jetzt nicht schlimm oder so. Aber... Nee. Nee, ist ganz schlecht jetzt. Ganz schlecht jetzt. Ganz, ganz schlechte Idee. Oh mein Gott. Da versehentlich reinlaufen wäre jetzt einfach der One-Killer schlechthin. Oh mein Gott, ey. Das wäre so ein... Abfuck. Jo, ich kann es halt nicht mal... Ich krieg's halt nicht mal gefüllt. Ich kann das andere nicht mal einsammeln, aber es ist okay. Es ist ja nur ein halbes. Gut. Dann haben wir... Achso, ist noch nicht der Weg zum Boss. Aber der müsste gleich kommen, der Boss, ne? Ah, lol. Also, was heißt Boss? Ist ja kein Boss. Ihr wisst, was ich meine. Yo! Da brauche ich das andere gar nicht mehr holen. Da brauche ich das andere gar nicht mehr holen. Also halt wirklich nicht, weil jetzt sind wir am Ende. Oh, und da komme ich wieder nicht rüber. Das ist immer gemein. Gibt es jetzt überhaupt nochmal ein HP ab? Also wenn ich diese Dead Note einsammle, gibt es überhaupt nochmal irgendwas? Oder sagen die so, nö, ciao, ist okay. Wir werden sehen. Zählt das als... Zählt doch nicht als neue Ebene betreten, oder? Doch, es zählt als neue Ebene betreten. Okay, cool. So, jetzt einmal den Itemraum schnell suchen. Nein, erst den Itemraum, den haben wir noch nicht mitgenommen. Perfekt. Genau, was wir gebraucht haben. So. So, jetzt muss ich gut vergleichen. Jetzt muss ich guter vergleichen, was war's besser. Also, wir haben einmal dieses Dynamit-Ding, aber ich glaube, das ist ein Spacebar-Item, ne? Genau. Das wollen wir nicht. Das ist Quatsch. Dann ist das andere auf jeden Fall besser und ich gucke jetzt gar nicht erst lange nach, was es ist, weil bis ich das gefunden habe, ist eh Mitternacht oder so. Ach, ich weiß nicht, wo diese Spinne ist. Ich gebe mal Spider ein. Vielleicht finde ich es, wenn ich Spider eingebe. Ja, genau. Ach, Spider-Bite-Slow-Effekt. Ja, okay. Nehmen wir mit. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber ist ja völlig in Ordnung. Ach, ich mache jetzt auch nicht die ganze Kacke da kaputt. Er hat jetzt keinen Bock drauf. Gehen wir. Wir gehen nach oben. Abflug. Gewinne. So.
Hier habe ich im Itemraum theoretisch die andere des Sun liegen. Das heißt, wenn wir hier zu viel Energie verlieren sollten... Hilfe! Wenn wir hier zu viel Energie verlieren sollten... Chillig. Das warten wir jetzt aber ab. Das nehme ich jetzt nicht gleich mit. Dann kann ich mir hier nochmal ein ganz gemütliches Aufladeritual durchführen. Oh, lol. Oh, lol. Gibt's nochmal schön Items. Das ist aber auch geil. Das nehmen wir mit. Das ist mir lieber als Luck-Up. Luck-Up brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt brauche ich wirklich keinen Luck-Up mehr. Da laufe ich lieber jetzt über Stacheln. Okay, hier ist der Raum. Dann holen wir uns noch das blaue Herz und gehen. Ich kann ja eh nicht mehr als eine Sun mitnehmen. Na, aber hier wäre die andere Sun. Komm, wir nehmen die andere Sun mit. Einfach, weil wir es können. So. Ich könnte jetzt das ganze Geld, aber was... Komm, wisst ihr was? Scheiß drauf. Sind halt auch nochmal weitere Drops, ne? Insofern, warum denn nicht? Warum denn nicht? Bevor ich es nicht mitnehmen kann, warum denn nicht? Ist doch egal. So, vielleicht finden wir noch ein Money ist gleich Power. Dann ist es gut. Hier ist die andere Desan, ne? Genau. Also hier kann ich das gleiche Spiel gleich machen. Sollte ich hier nachher, nach der Geschichte noch irgendwas mit dabei haben. Dann kann ich das genauso an... Oh mein Gott. Alles klar, Kollege. Hankman braucht man nicht. Hyrophant! Oh, yes! Gib mir mehr Ghosts. Viecher. Ah, hier war der Kollege jetzt drin. Aber das, ich weiß nicht, dafür, da sehe ich mich noch nicht so ganz. Ich hab Angst, dass ich mich damit in die Luft jage, die ganze Zeit. Ich meine, ich kann mich heilen, wenn es passiert, aber... Ist es am Ende sinnvoll, das zu machen? Die Explosion reißt mich doch mit. Ich lese das jetzt kurz nach. Bomberman. Aber das ist... Das verletzt mich. Das traue ich mich echt nicht. Das traue ich mich echt nicht. Ja, Hyrophant nützt mir gar nicht mal was, weil wir gar keinen Platz für zwei rote Herzen haben. Wir brauchen auch blaue Herzen gar nicht mehr. Blaue Herzen meine ich natürlich. Passage nützt mir jetzt auch. Kommt jetzt überhaupt da was? Ne, kommt gar nichts mehr, siehst du? Auch chillig. So, wo ist mein Lichtstrahl? Da ist er nicht. Pille? Nützt mir alles nix. Ich will den Lichtstrahl. Das ist nicht der Lichtstrahl. Hilfe. Okay. Ah, ich dachte noch, ich habe schon gedacht, der trifft mich nicht mehr, aber er hat mich dann doch nochmal getroffen. Okay. Das ist auch kein Lichtstrahl. Aber es ist im Prinzip egal. Also selbst wenn ich jetzt getroffen werde, es passiert effektiv ja nix. Also es passiert schon was, aber es passiert mir nichts Schlimmes. Weil ich ja zweimal das an habe. Ich kann mich einmal komplett heilen auf der Ebene. Ja, das war's. Okay. Dann gehen wir zurück. Machen einmal Hyrophant. Dann kann ich zumindest ein blaues Herz nehmen. Und dann haben wir hier zweimal das an, nur zur Sicherheit. Jo, dann können wir uns wieder komplett runterfetzen. Haben nochmal das an.
Es ist schon ein bisschen insane, ne? Was man hier alles dabei hat. Schade, dass man die ganzen Suns halt nicht mitnehmen kann. Das wäre halt cool. Das wäre halt richtig cool, wenn man die mitnehmen könnte. Haben wir noch Bild? Okay. So, weiter. Ich habe trotzdem Angst vor Dogma. Also die Angst bleibt auch. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Die Angst vor Dogma werde ich einfach immer haben. So. War hier noch was? Nein, haben wir alles mitgenommen. Wenn wir es dann durch Dogma schaffen, dann ist alles cool. Also vor Beast habe ich nicht Angst, aber Dogma ist halt Dogma. Allerdings weiß ich nicht, was Dogma zu dem Berserk-Modus von Beast sagt. Ich glaube, da hat Dogma auch so nicht so den Mega-Bock drauf, glaube ich. Weiß es nicht. Interesting. Okay. Lichtstrahl gefunden. Diesmal kann man gar nicht so viel machen. Wir können jetzt noch so ein paar... Hier zum Beispiel kann ich sagen, ich will ein Herz weg und dann können wir das. Aber dann haben wir die Münzen jetzt auch voll. Dann lassen wir es jetzt. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück und sammle da noch mehr Kram ein. So, das ist auch wieder Quatsch. Ne? Insofern, Abflug. Ab nach oben. Caves 1. Da liegt einfach eine Bombe. Okay, die haben wir wahrscheinlich liegen lassen. Hat er sich jetzt die Bombe so lange gemerkt, als wir hier raus sind? Das ist auch crazy. Shotspeed up nochmal. Ja, her damit. Oh, vorsichtig. Gefährliche Kiste. Die öffne ich jetzt aber so. Ah, und Tears up. Ah, nützt mir gar nichts mehr. Tears up ist schon voll. Schade. Hier haben wir auch alles. Ah, Mist, Mann. Das ist aber wieder typisch, ne? Jetzt auf der Ebene, wo ich nicht mehr Herzen rumliegen habe, da verliere ich jetzt auch wieder Herzen. Vorher war alles cool, jetzt verliere ich wieder mehr Herzen. Das ist so frech. Mann, lass mich doch den Lichtstrahl finden. Okay. So, gib mir noch ein Herz, bitte. Und ich sammle Münzen jetzt trotzdem ein, weil es könnten Luck-Up-Münzen sein. Aber ich krieg das Herz nicht zurück, siehst du? Das ist schon wieder frech. Na gut, lassen wir es dabei. Wir werden jetzt hier nicht weiter rumlaufen und noch mehr Herzen verlieren. Das machen wir nicht. Basement 2. Ich glaube, da habe ich... Habe ich da den Itemraum mitgenommen? Ach, da habe ich die Wheel of Fortune... Vor ungefähr einer Stunde. Habe ich gesagt, hey... Wir lassen das hier stehen. Vielleicht wollen wir uns daran nachher, wenn wir nachher viel Münzen haben, aufladen. Wir haben... Oh, nö! Wir haben ein paar Münzen, wollte ich sagen. Können wir uns jetzt noch drei Pretty Flies holen? Hat sich erledigt mit den drei Pretty Flies. Aber im Grunde hat meine Theorie funktioniert. Im Grunde hat meine Theorie sehr gut funktioniert. Ey, dass du mich triffst, du Drecksack. Aber ist okay bisher? Bisher kriege ich das Herz zurück. So, ich will jetzt aber ganz kurz einmal hier die ganzen Dinger kaputt machen. Vielleicht finden wir noch einen Crawl Space. Okay, tun wir nicht. Bumm. Okay.
Okay. Geile Sache, weil wir dadurch noch eine Pilztransformation gemacht haben. Wir hatten den Blue Cap, wir hatten, weiß ich gar nicht, was wir noch hatten. Aber coole Geschichte. So, und jetzt können wir ihn hier auch noch. Ja, jetzt haben wir nämlich gar keinen Platz mehr. Aber er kriegt trotzdem noch Geld, weil warum nicht? Ich bin so dumm. Oh Lord, wait. Okay, was passiert, wenn ich hier Joker einsetze? Wo komme ich denn dann hin? Werden wir gleich ausprobieren. Ja, du kannst auch gerne mitkommen. So, was passiert, wenn ich hier Joker einsetze? Wo lande ich dann? Es gibt hier wirklich Satan-Deals noch, okay. Aber jetzt ganz ehrlich, das machen wir jetzt nicht. Ich habe zwar ein paar Herzen draußen rumliegen, aber das ist mir zu risky. Da weiß ich absolut nicht, was dabei rumkommt am Ende. Das machen wir jetzt nicht. Ja, ich habe auch nicht sehr viele Herzen draußen rumliegen. Gut. Ja, interessant. Also man kann auch hier noch in diese Geschichten reinkommen. Aber jetzt sind wir genau an dem Punkt, an dem ich eigentlich nicht landen wollte, dass ich jetzt rote Herzen sammeln muss, um mich aufzuladen. Das ist zwar geil mit The Sun, dass jetzt Sun auch wirklich komplett alles vollfüllt. Dafür ist das schon cool. Dass das Sun jetzt... Okay, da ist dein Ende. Sehr schön. Dass das Sun jetzt alles vollfüllt, das ist schon cool. Da will ich mich gar nicht beschweren. Aber... ich kann halt die blauen Herzen so nicht nutzen. So, High Priestess nehmen wir nicht mit. Insofern Abflug. Gut. Wäre schön, die Herzen noch voll zu bekommen in Basement 1. Wir werden sehen. Dass wir wirklich einmal eine volle Aufladung haben, dann sehe ich eigentlich schon Dogma liegen. Also, wenn wir jetzt... ich meine, auch wenn wir jetzt nur mit einem Herzen weniger zu Dogma kommen, sehe ich Dogma eigentlich auch liegen. Aber wir werden sehen. So, einen Itemraum haben wir sogar noch. Einen Itemraum haben wir sogar noch. Der kommt direkt auch. Scheiße. Eigentlich wollte ich nicht noch öfter getroffen. Mann! Ich weiß, dass ich... da ist der Itemraum. Ich hole mir den noch gleich, aber ich will erst die... oh, nö. Ich will natürlich erst möglichst viel klären hier. Jetzt renne ich überall noch rein. So ein Quatsch. Wo ist noch einer da? Du bist noch da. Okay. Wir sind durch. Wir sind durch. Jetzt noch möglichst viele Herzen mitnehmen. Vielleicht finden wir noch ein paar Herzen. Wir haben ja auch noch den Itemraum. Vielleicht ist da noch was Chilliges. Wow! Habt ihr es gesehen? Die Bombe wollte voll zu mir hin. Oh mein Gott, die hat mich richtig lieb gehabt. Eieiei, das war knapp. Das war knapp. Okay. Hä? Wait, bin ich zu bald raus? Oh nö. Oh, das ist dumm. Wehe, der Itemraum ist nicht gut. Dass es sich auch lohnt, hier zurückzugehen. Oh, das ist dumm. Dann bin ich vorhin zu bald rausgelaufen. Ah, das war blöd. Na gut. So. Okay.
Würde sagen, hat sich so halb gelohnt. Ja, schade. Wir kriegen es nicht voll. Wir kriegen es nicht voll. Ich werde jetzt nicht in die anderen Räume reingehen. Dann werde ich auf jeden Fall bei Dogma... Ich sehe mich schon bei Dogma's Son einsetzen, aber das ist auch in Ordnung. Also ich denke, bei Dogma's Son einsetzen geht klar und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay, Abflug. So, hier gibt es jetzt auch nochmal was Hübsches. Erstmal ein Herz. Und wir können... Ach, wir kriegen ja sogar eine Vollheilung. Das habe ich ja komplett vergessen. Dass wir da eine Vollheilung kriegen. Das habe ich jetzt ja wirklich komplett verdrängt. Stimmt ja. Noch ein Rasierer. Noch eine Marmverwandlung. Und dann Abflug. Wir kriegen ja eine Vollheilung. Das heißt, ich kann jetzt einmal voll mit... Also ich kann mit zweimal Full HP gegen Dogma kämpfen. Das sollte doch hinhauen, jetzt mal im Ernst. Auch ohne blaue Flamme. Vorsichtig. Lass mich doch nicht von allem treffen, Junge. Nur weil du es kannst, musst du dich nicht von allem treffen lassen, ne? Aua! So, Fernseher ist kaputt. Ja, ich bin ein bisschen zu groß. Das ist das Problem gerade. Okay, jetzt kommt der Kack. Ja. Ich hasse diese Phase. Okay, aber Dogma liegt. Dogma liegt. Okay. Dogma liegt. Komm, das muss jetzt funktionieren. Das wäre jetzt echt scheiße, an denen drauf zu gehen. Na komm, hol dir die Münzen, Bumfriend. Dafür bist du da. Gönn dir. Oh shit. Ich hab nicht gemerkt, dass ich verwandelt war. Mann! Ich spiel zu vor. Ich spiel viel zu unvorsichtig. Sollte das lassen. Einfach normal schießen, dann ist alles cool. Ah, nee, nicht ins Feuer rein! Trottel. Wait, habe ich keinen. Oh, bekommt man. Oh, lol! Wir nehmen ein ganzes Herzschaden. Weil wir auf hart spielen, richtig? Oh, shit. Das habe ich nicht bedacht. Ja, wir nehmen ein ganzes Herzschaden. Scheiße. Wir haben hier nicht mehr den Perks-Effekt. Oh, shit. Wir haben hier nicht mehr den Perks-Effekt. Oh, shit. Oh, shit. Das ist nicht gut. Ich hab gedacht, ich hab mehr Hits jetzt. Ich hab gedacht, ich hab mehr Hits jetzt bei der Scheiße zur Verfügung. Oh, oh. Oh, oh. Oh, je. Dann könnte es jetzt echt eine knappe Geschichte werden. Ah, ich dachte, ich habe mehr Hits zur Verfügung. Da habe ich zu unvorsichtig gespielt. Scheiße.
Nein! Nein! Nicht gut. Oh oh, das wird nix. Wir haben fette Probleme. Oh Gott, wie soll ich dem jetzt ausweichen? Hilfe, ich bin viel zu groß für die Scheiße. Ich bin viel zu groß für die Scheiße hier. Ja. Fuck. Hä? Okay, jetzt hat mich aber irgendwas aus der Luft getroffen. Was war das denn? Den letzten Hit habe ich nicht verstanden, aber die vorher... Ah, scheiße! Ich krieg kein... Ich habe voll gerechnet damit... Oh nein! Oh Mist! Ich war die ganze Zeit so zuversichtlich. Das ist immer scheiße, wenn man so zuversichtlich ist und es dann am Schluss verkackt. Ich habe voll damit gerechnet, dass ich hier den Perks-Effekt habe und dann kann ich ja genug Hits tanken. Oh nein, damit habe ich nicht gerechnet. Fuck. Ah shit, und ich war jetzt ein bisschen zu groß für den am Ende, weil man eigentlich das so schön ausweichen kann, den Dingern. Ah, Mist. Okay, müssen wir nochmal an Beast dran. Sorry, danke fürs Zuschauen und tschüss.